So, während das hier schon wieder lustig vor sich hinlädt, versuchen wir es jetzt nochmal. Wenn es jetzt wieder abschmiert, also zweimal probierst, dann war es das leider mit dem Spiel, muss ich so Hallo sagen. Lieutenant, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Ja, Connor, gestern hattest du wir hatten eine eine Kugel Kugel im im Kopf, Kopf. bla bla Mein bla bla, Vorgänger ja, wurde mein Vorgänger, bedauerlicherweise bla. zerstört. Aber Cyberlife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Der Vorfall sollte die Untersuchung nicht behindern. Oh, Scheiße. Heck, in mein Büro! Was ich nicht verstehe, warum fehlen mir dann Informationen, wenn wir so zurückgesetzt werden? Spiel. Muss ich eigentlich mit rein? Scheiße. Okay, gucken, ob ich überhaupt mit rein muss oder ob ich einfach davor stehen bleiben kann. Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Ah, dass man das aber auch nicht überspringen kann, ne? Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlives Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen. Und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese Scheißdinger hasse. Ja. Warum tust du mir das an? Das hast du jetzt schon ein paar Mal erzählt. Ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich. Das ist ich auf, bin auf beschäftigt. YouTube. Wenn das hier weitergeht, leicht gucken. Dann wird sogar fehlen, dass ich das noch zweimal probiert habe. Also das ist jetzt schon. Ich glaube. Hä? Tja, dann halte ich Sie nicht länger auf. Doch. Einen schönen Tag, Captain. Und das war zum unhöflich? Ne, okay, so können wir so. Ah. Wir haben das schon mehrmals probiert. Das ist bestimmt der 10. Versuch oder so. Und deswegen, ich habe dann auch ehrlich gesagt keine Lust mehr. Deswegen, ich gehe ganz straight hier hin. Löse sofort die Konversation aus. Hören Sie. Drei. Ich weiß, Sie mögen mich nicht. Aber wir werden zusammenarbeiten müssen. Also sollten wir uns arrangieren. Wie dem auch sei. Ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Bist du Roboter? Wie kannst du dich auf was freuen? Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Okay, so weit sind wir noch nie gekommen. Yay! Geh weg! Die Steuerung wieder vergessen. Ey. Wir sind weiter als jemals zuvor. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Wow, eine Allergie gegen verbackte Spiele, ey. Furchtbar. Was ist Fowler? Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Achso, der Captain. Ja. Zu lange. Okay. What's that? Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Ach, gut, Scheiße. Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Das
war nicht so schlau. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Okay. Ich putze mir kurz die Nase und hoffe, dass es später bei mir abschmiert. In einem Moment. Microphone muted. So, Heilbezug verschwinden. Stelle, achso, Dienststelle, Tutorial, Dienststellen, Daten des Tricks, am 4.11., 4.10. Berichtsdatum, 4.10. Meldung, Fall-ID, Fall von Leutnant Anderson, Fallschirm ungelöst, Android involviert, ja. Der Kläger berichtet, er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen, als er zur Arbeit gegangen sei. Als er zurückkehrte, könnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spuren eines Einbruchs ins Apartment. Der Android hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. Okay. 14.09. Einen halben Monat vorher. Okay, der hat den Menschen, der hat jemanden angegriffen. 20.10., also ungefähr einen Monat später. Okay, auch Menschen angegriffen. Alle Akten scannen. Okay. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend offenbar einen Menschen ermordet. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Ihre persönliche Situation sollte die Untersuchung nicht aufhalten, Lieutenant. Du hast doch keine Ahnung, wovon du da redest. Folge einfach deinem verfluchten Programm und halte deine Scheißklappe! Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant? Es tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl getötet hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Okay. Das lief ja nicht so toll. Yep. Endlich sind wir hier durch, ey. Okay, Hank ist sauer, tritt also immer ein, das habe ich fast vermutet.
Das passiert also auch immer. Irgendjemanden haben wir nicht gefunden. Noch irgendwas haben wir nicht gemacht. Gucken wir mal, wie es weitergeht. 6. November. Alice, zuverlässig. Ab hier kenne ich übrigens definitiv nichts mehr aus dem Spiel. Feuer neu empfangen. Ach, wir sind der AX400. Oh. Ups. Das habe ich so gar nicht realisiert. Detroit Today, Cyber Wildlife, erster Androidenzoo wird eröffnet. US-Lebenserwartung jetzt bei 91 Jahren. 0,4% der Bevölkerung hatten 490 Reichtum. Das ist ja schon immer so, ne? Also. Kanada noch androidenfreie Zone. Kanada saubere Luft und immer ein herzlich willkommen. Eine Entdeckungsreise durch die kanadische Wildnis. Gucken wir mal angucken. Die USA haben Androidengesetz bereits 28 verabschiedet, doch das kanadische Parlament hat seine Entscheidung ab, ob Androiden im Land zugelassen werden sollten, erneut vertagt. In der Folge werden Androiden in Kanada immer noch nicht verkauft und haben keinen offiziellen Status im Land. Okay, also Kanada macht es wie immer besser. Zwar kurbeln die Androiden das Wirtschaftswachstum der USA weiter enorm an, jedoch führt dies auch zu einer Rekordarbeitslosigkeit. Die Streitigkeiten für und gegen ihre Legalisierung in Kanada dauern an. Doch vorerst bleibt Kanada noch androidenfreie Zone. Okay, Tab ist verlassen. Oh, endlich. Ich bin so froh, dass es nicht abgeschmiert ist. Ohne Scheiß, ey. Finde etwas Holz. Der Verrückte ja noch am Werk? Ne. Was läuft schlecht irgendwie? Also ich habe das Gefühl, dass die FPS nicht so sind, wie ich das gerne hätte. Oh, ich habe auch was vergessen. Fällt mir da gerade ein. Ja, die FPS-Werte sind nicht so geil. Gab es vielleicht ein Update? Deswegen vielleicht. Weil eigentlich waren wir schon bei 60. Also das hat ja. Kann es sein, dass ich einen von die Vivaldis schließen muss. Kann man gleich sehen. Weil ich hätte schon gern. Ist alles noch ziemlich eingestellt. Das haben wir ganz kurz so. Ich mach mal. Hier sind mehrere YouTube-Tabs offen. Die sind immer nicht so geil. Die Performance. Und dann immer. Immer zu. Das wollte ich nicht minimieren, sondern zumachen eigentlich. Egal. Nee, nicht egal. Ganz kurz immer. Hat es doch zugemacht. Okay. Mal den Vivaldi wieder auf. Der Scheiß oder der Maus, dass ich was hasse. Ich glaube, ich muss mal
Spiel ändert. Ganz kurz, einen kleinen Moment, geht sofort weiter. User joined your channel. Ding? Mit Vanille? Karamell. Geh. So eklig. Jenny, wie viel Zeit hatten die, um Detroit Became Human zu portieren nach der Ankündigung? Da über ein halbes Jahr, oder? Die Performance ist so eine Katastrophe, Alter. Ich glaube, ja. Ja, das ist übel. Gefühlt schmiert es alle 5 Minuten ab, ne? Und FPS, ja. Wenn die viel zu sehen ist, mal 6, ansonsten so 20, vielleicht mal 30. Ja, warum spielt man sowas auch, wenn es nur ein Konsolenport ist? Weil die Alternative wäre, mit einer Konsole zu spielen. Ja. Und das ist noch ekelhafter. Vor allem auf einer PlayStation. Wenn es es für Xbox geben würde, würde ich es vielleicht sogar auf der Konsole spielen, aber nicht auf einer PlayStation. Ich find den Controller so widerlich, ich komme mit dem Ding überhaupt nicht klar. PlayStation-Controller? Ja. Ja. Da musst du schon eine körperliche Behinderung haben. Ja, definitiv. Aber wie gesagt, also. Wenn es das für die Xbox geben würde, hätte ich so bestimmt auf der Xbox gespielt. Ja, aber. Ne? Ja. Aber PlayStation, ne? Ja. Also bis jetzt, das Spiel selber ist ja geil. Bis jetzt. Es ist halt nur wirklich die technische Umsetzung, die halt nervt. Ja, na, ist halt, ne? Ja, PlayStation, ne? Na, Konsole, ja. Konsole, was will man da... Oh, willst du mal lachen? Warum hast du eine PlayStation? Nein, ich habe bald gutes Internet. Na gut, jetzt die Frage, wie du gut definierst, ne? 100.000. Es ist ja, also hast du doch schlechtes Internet. Wieso? Das ist ja nicht gut. Besser als was ich jetzt habe. Oh Kacke. Wieso legt die ihre Knarre weg, wenn die eine Jacke anzieht? Du musst dich ja klar, die Knarre. Oh, wie mies von die Entwickler. Du musst die Knarre selber wieder mitnehmen. Das ist mies. Das heißt, wenn du jetzt nie aufgepasst hättest, ne, hättest du keine Waffe mehr. Ja. Also jedenfalls, ist an 100.000 zu schlecht für mein kleine Kuka, für das Dude? Ja, ich sag ja, es ist Definitionsfrage, ne? So. Komm, im Vergleich zu dem, was ich jetzt habe, ist es gut. Und von wem? Kabel oder VDSL? Kabel.
Ja, komm, Lester. Sprich dich aus. Hä? Nö. Was war nur eine Frage? Ob halt bei dir ausgebaut wird oder ob jemand dazukommt. Wer wollte schon gerade wissen? Das Kabel. Da kommt der Typ irgendwann die Woche oder nächste Woche vorbei und dann. Bessere Internets. Ja, jetzt hast du ja DSL, ne? Im Moment. Also hast du dann erstmal zwei Leitungen oder was? Nee, die andere wird dann sofort gekündigt. Oder ist schon. Also hast du. Ich hab mich einfach mal bei Telekom beschwert. Jetzt kann es nicht sein. Ich hab angeblich eine 16.000er und kommt gerade so die Hälfte an. Ja, und das habe ich jetzt über ein paar Tage, Wochen so gesammelt. Ab dem, wie sie gedacht hast, da so ein paar Bilder rüber geschickt. Genau, als Beweis. Was genau, da haben sie gesagt, gut, okay, dann kriegen sie Sonderkündigungsrecht und dann. Genau, das steht ja dann zu. Ja, haben sie gemacht. So. Anstandslos. Na, erst wollten sie mir eine bessere Leitung schwatzen. Nee, nützt mir trotzdem nicht, wenn denn nur wieder der gleiche ankommt. Ja, mehr wäre auch nie passiert. Das ist es ja. Ja, ne? Ja, nee, ich möchte auf der Stelle kündigen. Ja, gut, wir schicken ihnen Schreiben zu. Dann Sonderkündigungsrecht. Oh, jetzt, weg. Jetzt kannst du nur hoffen, dass das Kabel dann noch funktioniert, ne? Na gut, ansonsten ja. Kannst du ja wieder zurück. Ja, wenn nicht, kann ich ja wieder zurück. Oder kann mir einen anderen anrufen. Ich meine, wird er deswegen nie langsamer, nur weil einen anderen Anbieter hast. Oh, cool, hier liegt ein Toter. Auf jeden Fall ist es denn günstiger. Bezahlt denn für das erste Jahr jetzt 20 Euro? Für die Leitung? Für die 100.000er? Danach wird dann halt, also ab dem 13. Monat, wenn es dann zwar 70 Euro, aber ich habe die Option, ich kann mir dann noch eine andere Leitung aussuchen. 70 ist schon ganz schön viel, ne? Ja, deswegen habe ich ja die Option. Ich kann mir dann danach, nach dem 12. Monat, kann ich mich entscheiden, entweder behalte ich die Leitung oder ich nehme eine 500.000er Leitung für knapp 40 Euro. Was willst du mit dem machen? Ey, wir sind hier im Handel. Ich habe keine Ahnung. Darf man nicht verhersen. Und dann auch auf dem Dorf, so wie ihr das immer sagt. 32. Sie nahm den ersten Bus, der vorbeikam. Und fuhr bis zur Endstation. Die Aktion war nicht geplant. Sie handelte aus Angst. Androiden fühlen keine Angst. Doch, gerade, super. Aber schon. Sie werden von Emotionen überwältigt und handeln dann irrational. Aber das sagt uns nicht, wo sie hin ist. Sie hatte keinen Plan und kein klares Ziel. Vielleicht ist sie nicht weit. Vielleicht. Mensch, Detroit Became Human ist seit 23 Minuten in ihr abgeschmiert. Ich bin da fast ein bisschen stolz. Ralph hat was zu essen für das Kind. Ist gut für sie. Ein Geschenk. Und deine FPS, die du hast, also 40, das ist schon ordentlich. Wir machen es genau wie die Menschen. Ja, wenn das erhalten würde, wäre gut. Fleisch. Aber es ist halt zwischendurch ein paar und 20 und so. Komm, setz dich. Das Konsolenport, ne? Ich hab schon runtergestellt. Schon besser? Ja, gut, schlecht sieht's ja hatte echt nicht Mühe, aus. Hatte große Mühe, etwas zu essen für das schon kleine Mädchen zu finden. Die Optik ist echt geil. Es wäre unhöflich. Optisch ist halt echt mega. Oder nicht? Aber dass du immer so eine Drops hast zwischen 40 und 60 FPS, das ist schon hart. Das wird ganz toll. 36, geht dir dann? Ja, Warcraft von 20, einfach mittendrin. Köstlich. Köstlich. Vater, Mutter, kleines Kind. Bitte, Karl. Ich will das nicht essen. Was sagt sie? Sie sagte, sie möchte nichts essen. Vielleicht ist es nicht gut genug. Vielleicht. Ist sie was Besseres? Oh, das Vieh zappelt noch. Aber Ralph hat das für sie gekocht, also isst sie es! Ich
hätte den scheiß Laden überfallen sollen, Alter. Ist ja widerlich. Ich habe die Leiche gesehen. Du hast den Mann getötet, nicht wahr? Hast du drauf Ironie, Alter? Nein. Naja, nur ein bisschen harmloser. Naja. Nein, er war schon so, als Ralph ihn fand. Du sagtest, es soll wie in einer Familie sein, Ralph. Vater. Mutter. Kleine Tochter, oder? Ein Vater würde sein kleines Mädchen niemals mit einem Messer zum Essen zwingen. Ralph hat sich Mühe gegeben. Deshalb wollte er, dass das kleine Mädchen isst. Ralph ist nicht böse, nein, nicht böse. Dann lass uns gehen. Jemand zu Hause? Oder das ist der Bulle. Am Zaun klebt blaues Blut. Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war. Oh, 24 FPS, Alter. Das ist echt widerlich. Und da hast du gefühlt so eine Ewigkeit Delay in der Maus, Alter. Bei ein paar 20 FPS. Oh, ja. Sind echt mal auf der Konsole lassen und nicht auf PC, aber. Wo gibt's das? Im Steam Store oder was? Epic. Okay. Epic Games. Wie gesagt, das Spiel selber ist halt echt übel genial, ne? Aber. Ja, aber das nützt jetzt. Und abgeschmiert. Das ist halt echt. Ja, aber wenn man dazu sagen will. Echt nice. Ich habe auch die Szene, in der ich davor war, die habe ich zigmal gemacht und sie jedes Mal abgeschmiert. Und das war jetzt eigentlich nur der letzte Versuch und ich bin glücklicherweise genau jetzt auch aus der Szene rausgekommen. Aber wenn das jetzt so weitergeht, spiele ich nie weiter. Das ist mir dann. Das ist zu nervig einfach. Ja, kann nicht. Ja, man sieht's auch. Mit der Performance könnte ich vielleicht mal leben, ne? So. Sie waren lange nicht hier. Schön, dass Sie. Aber dass es halt andauernd abschmiert, ist halt noch die zusätzliche Katastrophe. Ist halt mal wieder. Zeig mal wieder, dass PC zu gut ist für Konsole. Ja. Ist auch mal wieder ein gutes Beispiel für einen sehr schlechten Konsolenport. Oh ja, definitiv. Ist genauso so damals wie bei Rage 1 oder so.
weil es ist so inkonsistent. Jetzt, ich bin gerade wieder an derselben Stelle. Und jetzt habe ich aber 48, 50 FPS. So, hä? Na ja, gucken, ob es jetzt nochmal abspielt an der gleichen Stelle. Wundern würde es mich nicht. Nee, es ist random. Es ist nicht, es hat nichts mit der Stelle an sich zu tun. Schmiert einfach ab. Nicht hier reingucken? Wie oft ist es die jetzt schon abgeschmiert? Wie lange spielt sie schon? Das dürften jetzt ungefähr 5 oder 6 Stunden sein. Und da ist es bestimmt schon 30 Mal abgeschmiert. Ah. Und halt an der Szene außen, wo wir in das Haus hier rein sind, da andauernd und auf dem Polizeirevier, also die Szene davor, auch immer nach einem bestimmten Gespräch. Ich habe das Gespräch fertig gemacht, will zum nächsten abgeschmiert. Irgendwann zwischendurch immer. Wo sind die hin? Hab keine Angst. Ich will dir nichts tun. Ich suche nach einer AX-400. Hast du sie gesehen? Ralph sah niemanden. Sind hier noch andere Androiden? Andere Androiden? Nein. Ralph ist allein. Am Zaun klebt blaues Blut. Ich hab geschrieben. Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war. Ralph hat sich da aufgeschrammt. Das ist Ralphs Blut. Selbstzerstörung. Hey, warum kauft er sich eine 2080 Super? Ne? Ja. Ja. Kollege. Weil Nvidia einen Haufen Werbung dafür macht, dass sie toll ist. Obwohl ich das Preis-Leistungs-Verhältnis ehrlich gesagt gar nicht so geil finde. Echt eine 2080 Super, ne? Nee. Weil ihm die 2080 Ti zu teuer ist. Man kann auch sehen, kann auch nicht sehen, eine 2070 Ti. Ja. Oder? Also ich habe jetzt ehrlich gesagt nie wirklich im Kopf, welche besser ist, aber... Weil die Supos sind ja neuer. Ja, aber da ist auch nichts anders. Nur das ist halt super. Warte mal. User Benchmarks. Gucken wir mal rein.
Ist jemand da oben? Nein. Niemand. Was will trotzdem hoch? Hey? Wo sind die? Wenn du überlegst, du bezahlst 736 Euro für eine 2080. Super. Für eine normale 2080 bezahlst du so im Durchschnitt 650. Aber die 2080 Super hat nur 5% mehr Leistung. Na gut, das lohnt sich ja nicht wirklich. Was hat denn der für seine Super? Vor allem, der bezahlt 900 Euro für eine 2080 Super. Ja, aber da kannst du doch fast, da kannst du die 2080 Ti nehmen, oder? 200 Euro mehr für eine günstige. Connor, was zur Hölle machst du? Hast du was gefunden? Nein. Nein, hier ist nichts. Ja, genau wie ich es gesagt habe. Los, verschwinden wir hier. Hä? Schützt das Mädchen. Die Menschen dürfen es nicht finden. Ja, die hat 30% mehr Leistung, die 2080 Ti. Ja, zahlst du aber knapp 30% mehr, ne? Also. Ja, ich meine, was hast du jetzt für eine 2080 Ti? Also seine, die er sich rausgedrückt, bezahlt dann 900 Euro für. Ja, und eine 2080 Ti kostet ja mindestens 1,1. Kommt. Wenn ich auch sogar mehr. Ja, siehst du, dann holt er, legt er 200 Euro mehr drauf und hat dann eine 2080 Ti. Hat er dann aber 30% mehr Leistung. Berechnet ja falsch. Ich hab nicht zugehört. Na, guck mal hier, für 1100, für 200 Euro mehr kriegt er schon eine 2080 Ti vom GIE. Das sind weniger als 30%. Oder so ungefähr 30%. Ja, man kann die finden. Ne? Ja. Also das Spiel musste definitiv mehr wie ein Mal spielen. Quellen zufolge hat CyberKnife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Androiden-Polizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir warten CyberKnife um einen Kommentar. Doch die Kontrolle muss über das Land beantworten. Unser nächster Halt ist Folgestation.
Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho. Hey. Das ist doch hier. Also Norbert, ich muss erst mal kurz weg. Ah ja. Ja, bis nachher. Jo. Cyberlife's Vorzeiger Computer? Was erforschen IO? Solar. Aber das ist doch das Graffiti, oder? Schön. So. Aber das ist doch das hier. Alte, folgende Taste gedrückt, und das kann ich sagen, ja, welche? Eine Behinderte, wenn ich jetzt, oder? Ich lege mal auf den Controller. Erster Trigger. Welche Taste? Wie, die Taste gibt es am PC nicht, oder was? Doch. Ja, das haben wir doch gerade schon 10-mal gemacht. Woher kennt er jetzt diese Graffitis? Mit Shift, ne? Sieht aus wie ein Löwe und ein Boxer. Und wieder dieses Symbol da dabei. Mensch sind, ja, nehmen wir natürlich die Rolltreppe. Ja, unten war gerade verpackt. Lul. Ich sehe das Graffiti. Platz ist belegt. Willkommen beim Androidenparkplatz. Und kommt mit den. Wissen Sie, wo Jericho ist?
Also kannst du jetzt antworten, ohne für das Stück. Hausecke. In der Straße mit dem Zaun davor. Dort vorne ist es. Habe ich über die Straße? Grandma sagt, sie hat jetzt nichts mehr zu tun mit Leng. Aber sie ist so cool. Ich weiß es. Okay. Das ist Need Work, Need Help. Aber so zum Interagieren nicht viel, ne? Wir haben auch keine FPS, davon abgesehen. Bitte, ich hab Hunger, ich würde mir was zu essen kaufen. Mal interagieren, ne? Was hier? Homebrew? Only 8 Bier wahrscheinlich. Das habe ich das Graffiti schon gesehen, aber. Ich will mich natürlich trotzdem umgucken. Wir dürfen nicht auf die Straße. In der Zukunft laufen die Menschen nicht auf die Straße. Wir dürfen jetzt im Rot gehen. Interessant. Antique Games. Ob da irgendein Easter Egg dahinter ist? Ist da vielleicht nur irgend so eine Schachtel oder so? So, hier müsste das Graffiti sein. Baseballboard sogar. Im Bild habe ich noch eins gesehen. Was haben wir jetzt? Roboter hinter einem Zaun. Einem Schild. Okay. Ich brauch nicht viel, nur was für einen Kaffee. Ja, steh hier, bist du blind oder was? Guck mal hier. Eisymbole. Das nur eins. Da ist noch eins. Ja, da ist noch eins. Und das kann ich nicht analysieren. Ach, guck mal. Ich muss bestimmt zum Analysieren die Palette wegräumen. Ja, weil das ist ja ganz wichtig so. Wetten, jawohl. Was ist denn los? Jeder Idiot hat das gesehen. So, was haben wir jetzt? Ein Gesicht, ein Fenster, auch wieder an der Hauswand. Was ist dort? Haben wir schon gesehen. Da war mal so ein Bezahlparkplatz. Oh gut, wenn die Autos jetzt alle so autonom fahren, was ist dann damit die Parkplätze, ne?
drei Symbole. Auf das Dach zu gelangen, okay, okay. So ein Android, spring! Ah. Warum muss ich das ziehen? Warum kann ich ihn nicht schieben? Naja. Klettern. Da ist noch ein Symbol. Das hätte ich doch von... Oh ne, das habe ich schon analysiert. Stach gerade schon. Das von unten nicht sehen konnte. Das wäre echt sehr, sehr merkwürdig. Was fehlt noch eins? Vielleicht hier unten? Nö. Komm eben das bis hier hin, also und bis hier hin. Oh, ich hab's gesehen. Ha! Ja, das wird noch ein bisschen besser versteckt. Das hätten wir vielleicht sogar von unten schon finden können. Sparkel oder so. Schau, was ist die? Na, guck mal. Ja, siehst du. Einen anderen Weg gibt? Jedenfalls eine rote Hauswand. Was ist das für ein Bild? Auf jeden Fall ein großer roter Schrift. Ah, da. Sparkle City. Sparkle könnte das für Zündkerze. Ist das Zündkerze auf Englisch? Wurde da hingeguckt? Ich wollte die Gegend analysieren. Dankeschön. Aber gibt nichts anderes. Das ist jetzt halt ein bisschen doof, ne? Wurde gesehen. Okay. Das ist irgendwo drin. Vor allem, wo kommen die Hinweise her? Das verstehe ich nicht. Wenn wir da Wege finden. Yeah.
scheint ja zu funktionieren. Regnet. Aber wieso hat er jetzt nicht gesagt, dass er das machen kann? Das ist jetzt zu hoch, aber naja. Okay. Na gut. Gut, gut, den Atem. So. So, ich kann gleich hoch machen. Ich will das nicht untersuchen, ich will mir das angucken. Ja. Aber. Hinten ist Symbol 1 da. Doch gleich da, oder? Ist jetzt? Wieso läufst du hier nie lang? Wir hängen immer. Wird da eine Grenze fest? Pass auf, Fetten. Ich muss gleich da lang. Oder? Ne? Ja. Ich dachte, der sagt jetzt so, ah nee, geht nicht, tut mir leid, gehen wir da lang. Und dann geht's auf einmal. Das hätte ich jetzt fast ein bisschen erwartet. Und jetzt müssen wir uns rumdrehen, ne? Ich kann das, okay, ich kann das Symbol gar nicht angucken. Von daher. Oh, Jericho! Den letzten Hinweis hätten sie sparen können. Symbole gefunden, gelange zum Schiff. Die Frage ist, das der richtige Weg oder der falsche? Ups. So. Auch, also. Mal pinkeln. Okay.
Was sind das für Geräusche? Als ob das halt eine Sekunde dastehen würde und vorher gefroren war oder so. Und jetzt auftaucht. Also alles hier. Ja, das sieht schon mega geil aus, ne? Ohne Witz. Aber das Ansicht ändern? Ne. Aber diese Geräuschkulisse ist so völlig unrealistisch, übelst übertrieben. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Aber wir haben gar keine andere Wahl. Spring nicht fallen, du Clown! Okay. Wirklich Minigame aus dem Klettern machen? Wo sind wir hier? Was? Verschafft ihr Sicht? Also ich muss ehrlich sagen, ich meine, ich mag dieses Story-Spiel hier, ne? Es ist halt echt gut. Aber diese zwanghafte... Oh, ich vergesse, wie das heißt hier. Wenn die einen zwingende Taste zu drücken, sonst stirbt man. Ja, wie zum Taschenlampe schütteln, das ist nicht überflüssig. Und die einfach weglassen. Können wir öffnen? Können wir nicht öffnen? Ich kann bloß gucken. Machen diese Zahlen da an der Wand. Wir können sie aber nicht analysieren. Okay. Was ist das da? Motorraum oder was? Nimm doch mal die Lampe nach oben, ey. Bist du bescheuert?
Träger. Tag. Hallo. Wie geht's? So das Gefühl, bisher gab es nicht eine Auswahlmöglichkeit. War das ein Mensch? Willkommen in Jericho. Okay, wir sind auf jeden Fall da. Hä? Okay, war aber komplett linear, ne? Okay, gab es noch was zu lesen? Ich hätte wahrscheinlich noch eine lesen können. Na gut. Gab es halt mal drei anstatt zwei. Was haben verlassen? Da gab es noch was anderes? Okay. Na gut, ich hätte das eine Stück, wo ich durch den Zaun bin, hätte schon weitergehen können. Ach, hier gab es wahrscheinlich Sterben. Nehme ich an. Könnte sein. Ach, guck mal, alle haben versucht, über die Brücke zu gehen, okay. Na gut, das ist das, was ich eigentlich machen wollte. Die Brücke war das, wo ich mir sicher war. Da geht es nicht lang. Okay. Okay. Ich bin mal gespannt. Okay, wir sind wieder bei Hank. Ich hab aber eine Pinkelpause, du. Bleib mal sitzen, da findet das bestimmt nicht lustig, wenn ich jetzt zu dem gehe. Könnte ich mir jetzt vorstellen, so. Analysieren können wir nicht. Bleiben wir im Moment sitzen. Ich gehe mal pinkeln. Derweil lasse ich den mal hier sitzen. Bleib wieder da. Mal gucken, ob da was anderes passiert. Ich höre das ja. Also. Mikrofon muted. Okay, also wir müssen aussteigen. Na gut. Wir können schon das Rennen analysieren. Das ist schon teuer für mich geworden, Peter. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Ja, klar. So, was hat er alles umgekehrt? Geboren, 25.01.2005, arbeitslos.
Vorstrafen illegales Glücksspiel Betrug. Ja, sowas haben wir erwartet. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut. Hey, du wirst nicht bereuen. Ich glaube schon. Ich dachte, wir können vielleicht das Rennen analysieren oder so. Ja. Wie der sich blöd daneben stellt, ey. Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Ich mag Hank. Mein Verhalten auf dem Polizeirevier tut mir sehr leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Oh, wow. Du hast sogar ein Arschkriecher Entschuldigungsprogramm. Die von CyberLife denken wirklich an alles, hm? Bitte sehr. Wir stehen gegen Fester, Verstoß gegen jene Forderung. Lecker. Wenn ich sage Wasser, ja. Können wir einfach so analysieren? XL Limonade. Ananas Passionsfrucht. Oh, lecker. Ist ohne. Wir können Hank analysieren. Ah, guck mal an. Leutnant Anderson Hank. Geboren am 6.1985. Polizeileutnant. Vorstrafen. Keine. Er hat keine Vorstrafen. Ich hätte erwartet, dass er was auf dem Kerbholz hat. Irgendwas überreagiert hat oder so. Wäre jetzt wirklich meine Vermutung gewesen. Okay. Danke, Gary. Ich verhungere. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Siehst du? Und Hygieneverschluss ermitteln. Ja. Ach, schmeckt die Bauarbeiter. Hier, zwing mich doch nicht an den Tisch. Ich will Sie nicht beunruhigen, Lieutenant. Aber bei Ihren Freunden scheint... Ach, ich dachte, ihr meint den Umgang miteinander. Tja, ich muss halt Mann. Sehen, wo er bleibt. Ich wollte den doch nicht... Solange Sie niemanden verletzen, lass ich Sie machen. Okay, war trotzdem gut. Essen Sie häufig hier? Meistens. Gary macht die besten Burger in Detroit. Uns fehlt was. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Das war schlecht, oder? Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Tja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klingst wie der letzte Arsch? CyberLife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Ach, antworte doch nicht, du Idiot. Und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Jetzt haben wir eben bloß mal. Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können ging's noch klarer? Nicht fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Gott, wir sind Unbürger. Nichts als Ärger. Scheiß Spiel. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. Oh, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und hast jetzt alles über mich rausgefunden.
Ich weiß, dass Ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Und dann? Ich weiß auch, dass Sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und Sie verbringen viel Zeit in Bars. Und was schließt du daraus? Die Arbeit mit einem Officer mit privaten Problemen ist eine Herausforderung. Aber Anpassung an menschliche Fehlbarkeit ist eine meiner Funktionen. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Ich bin nie ins Auto. Bitte kein Hund. Sag mal. Ja, die Beziehung verbessert sich auf jeden Fall. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe CyberLife Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Ist das das Bürogebäude, wo wir gerade hin waren? Was wissen wir über diesen Kerl? Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Oh Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Er ist ein Tauber aus verschiedenen Exemplaren zusammen. Hey, hast du vorhin im Aufzug wirklich einen Bericht abgeschickt? Nur durch Schließen deiner Augen? Korrekt. Okay, wir haben gar keine andere Wahl. Scheiße. Das ist echt praktisch. Was wir zurückgehen können, hey? Hank? Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Ich würde den Androiden vorgehen lassen. Ich meine, wenn er stirbt, doch egal. Tauben. Hier gibt es eine Menge zu untersuchen. Scheiße, wie das hier stinkt. Tja, wir sind umsonst gekommen. Felder am Herzen der Stadt. Also eine Werbung für eine Grünanlage praktisch, oder was? Sage, wie wir kürzlich bewegt. Unser Mann ist weg. Will das jetzt hier entfernen? Hallo, Spiel. Oh, zwing mich doch nicht immer dazu. Weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Ah. Mit der Androidis wird wohl kaum was zu essen sein. Ja, okay. Wie vermutet. Dieselben Symbole sind noch an der Wand.
Militärjacke, Secondhand, Initialen, was RT? RT. Vermutlich Initialen. Er hat seine Initialen auf der Jacke. So. Was machen Mütter für ihre Erstklässler? Das, Robert Travis. Der Fälschung? Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. Du bist so widerlich. Blaues Blut, Modell WB200, also ziemlich alt oder was? Biokomponente deaktiviert. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Und die schreiben auch RA9. Ich dachte, ich wäre der Letzte in Detroit, der noch welche hat. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Jo, okay. Das hab ich auch gezählt. Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Weil ihr einen scheiß Bug programmiert habt. Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Alzheimer kürzlich umgestellt, Spuren von Vogelfäkalien. Geöffneter Textmarker, noch feucht, kürzlich benutzt, Farbe Mitternacht. Schwarz. Der Schicker war vor kurzem hier. Und so gerannt. Okay, okay. Bohren frisch. Bohren von verzinkten Stahl. Handabdruck frisch. Keine Fingerabdrücke, also Android wahrscheinlich. Metallhaken kürzlich zerbrochen. 100% rostfreier Strahl. Gestolpert oder? Verdächtiger hat gehört, wie wir reinkommen sind. Verdächtiger ist noch hier. Okay. Aber ist er gestolpert? Rennt, rennt. Hört uns, will weiter. Ach ja, komm her, stolpert. Ach ja, über den Hopper. Aha. Ich fass es nicht. Diese Irre hat tatsächlich die Viecher gefüttert. Hinter dir! Ey, ey, ey!
Ach, das sind die Felder hier? Ah, die machen das auf Dächern oder so. Ja, bis jetzt aber gut. Krass. Okay, das sieht ja geil aus hier. Ja, ich wollte gerade nach rechts gehen, Mann. Das machen alles Androiden, oder? Ich hab doch weh gedrückt. Ach, Spiel, fick dich! Mann! Soll die Performance beim Abkacken ist schlecht, oder? Wie lange brauchst du so? Okay, wir haben aber schon wieder anderthalb Stunden gespielt. Ich werde es gleich ein bisschen. Obwohl, nee, ich will das. Ich hoffe, es schmilzt jetzt nicht wieder ab. Das war schon echt nice gerade. Aber nervig. Mit den verschiedenen Wegen für dich hat echt cool gemacht. Und auch gleich über der Info dazu. Also seine Analyse. Sie waren lange nicht hier. Ja, ich war vor 5 Sekunden hier, blöde Eule. Oh, Scheißspiel, den ich daran abspielen würde. Die Analyse halt immer dazu, finde ich halt echt cool. So schnell, aber gefährlich, langsam, aber direkt und so weiter. Das ist schon echt nice. Kann ich mitleben. Verdammten Dreckstau! Worauf wartest du noch? Hinter dir! Na, lauf! Lauf, kleiner Mann! Lauf! Kann ich den erwischen lassen? Werden wir dann am Ende sehen. Weg. Der hat ja gut funktioniert. Da können wir bestimmt sterben. Da zumindest sah mal aus. Ey, wie ist das so schnell jetzt angekommen? What the fuck? Ach du Scheiße. Was sind halt? Echt ultra gut aus, ne? Also. Grafiktechnisch Bombe. Mega.
Scheiße! Wir hatten ihn! Verdammt! Renn doch weiter! Das ist meine Schuld. Ich war zu langsam. Du hast ihn wegen mir nicht erwischt. Ist schon gut. Ja, das war doch nicht gut. Das war 2 Sekunden, 3 Sekunden. Hey, Connor. Nichts. Kein Problem, Hank. Kleine Windräder überall auf dem Dach, das ist ja lustig. Yes. Wir hätten ihn vielleicht erwischen können, aber dumm, dass er uns ihren Namen verraten. Ganz. Okay, das Tagebuch bringt uns also eine Möglichkeit. Mhm. Sachen im Apartment nicht gefunden. Das ist bestimmt unser Tod gewesen hier. Und dann nicht einholen. Ja, wird sofort zu Hubertus entkommen. Und einholen führt immer zum Schubsen. Wir können Hank auch nicht retten. Ich weiß nicht, ob wir ihn hier erwischen. Das ist halt die Frage, ne? Okay. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Süd. Ich verstehe nicht. Ich dachte, Jericho sei ein Ort, wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Wir gehören niemandem. Sich verstecken, nur um zu überleben? Das ist Freiheit für dich? Menschen hassen uns. Wir können nur im Verborgenen überleben. Für solche wie uns gibt es keinen sicheren Ort. Wenn Menschen uns entdecken, töten sie uns. Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Die anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Viele wollen hier nach Jericho. Wenige schaffen es. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Ich verstehe, wie du dich fühlst, aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Menschen waren eure Meister und jetzt beherrscht euch die Angst. Ihr seid nicht freier als zuvor. Ihr habt nur einen neuen Meister. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Okay. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Ja, sieh dich um, finde Lucy, erkundet Jericho und was verdeckt das? Okay, ach, wenn wir Feuer machen, kommen welche her. Bin in einem üblen Zustand, was?
mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an meinem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Hey. Ob da wieder welche herkommt. Ja, aber mit dir reden können wir nicht. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Hat er sich gerade abgeschaltet? Gut. Oder, ach, die hat die Software von Detroit Became Human, die ist gerade abgeschmiert. Ah, ich verstehe. Die kommt dann wieder in 5 Minuten, aber schmiert sie in 5 Minuten wieder ab. Also. Nicht so schlimm. Was machen wir mit Tonne? Kinder-Android? What the fuck? Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Aber ein Kinder-Android? Sehr makaber. Das überhaupt aussehen wie Menschen ist schon makaber, aber... Das ist schon hart. Da wieder jemand? Ach, guck mal. Er hat irgendwo gearbeitet auf jeden Fall. Was ist denn für einer? Ein VS 400. Also wahrscheinlich, guck mal, selbe Generation wie Alice. Kara. Aber Alice ist ja das Mädchen. Sie hat mir den Hinweis gegeben. Also ist das auf jeden Fall nicht die Dingsbums. Die ist 100 Pro hinten in dem. Da hinten da. Und wer kommt jetzt hier? Ja. Warum suchen die Wärme? Die brauchen doch gar keine Wärme. Was ist früher deine Funktion gewesen? Nutte. Ist doch egal. Nutte.
11 war das eine Nutte. Alle hier brauchen Ersatzteile und blaues Blut. Warum hat das noch niemand besorgt? Nutte. Wir können ja schlecht im Cyberlife-Geschäft einkaufen. Und niemand will riskieren, Jericho zu verlassen. Nutte. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns immer mehr nach Nutte. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du ja am falschen Ort. Definitiv Nutte. So absolut safe. Wenn wir mal mit ihr reden. Wenn sie mal suchen, Lucy, ne? Ja, die ist da hinten. So safe war sie in einem Nuttenbot. Also wir kennen jetzt einen Ort, wo wir welche kriegen, aber... Ja, dann gehen wir mal zu Lucy. Ich weiß gar nicht, ob Lucy die ist, die hier die ganze Zeit so summt. Scheint so, ne? Bist du Lucy? Setz dich. Nein, Sprachmodul ist kaputt. In Ersatzteile? Oder sie war die Nutte. Aber das glaube ich nicht. Eher Nurse. Wenn wir schon erfahren, dass Sex mit Androiden sehr beliebt ist. Sogar beliebter als mit Menschen. Trink das. Ich will das nicht nehmen. Gib das doch den anderen. Kann ich das ablehnen? Scheinbar nicht, ne? Ich muss das ablehnen können. Ich muss doch sagen können, ich würde das den anderen geben. Gib mir deine Hand. Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen, sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Okay.
umgehend die Androiden zum Feuer. Simon. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehlen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. Okay. Bin dabei. Okay. So, hast du mal alles gefunden, ne? Ja, das haben nicht alle gemacht. Achso, na gut, man muss auch dazu sagen, das ist ja weltweite Statistik. Das bedeutet ja auch, mit Josh reden, mit Nord reden, diese Prozent, das sind dann vielleicht noch Leute, die es zum zweiten Mal durchgeführt haben. Kann auch sein, weil dann spart man sich die Gespräche ja, logischerweise. Weil für was soll man die nochmal filmen? Wenn man weiß, um was es geht. Bei dir alles okay? Hier wird man uns helfen. Bald ist das alles eine böse Erinnerung. Woher wissen wir von diesem Ort? Hab ich was verpasst? Hier muss es sein. Ach nee, uns hat der... War das Ralf davon erzählt? Sehr nett hier. Wie? Slako? Wer fragt das? Es heißt, sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht. Wir brauchen wirklich Hilfe. Sieht schon aus wie Kinderficker. Kommt rein. Ohne Scheiß. Das geht so in die Hose. Also übel geht in die Hose. Kommt rein, nicht so schüchtern. Luther, wärst du so lieb und nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab? Oh, nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen leeren Haus. Bitte. Macht es euch gemütlich. Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Abweichler, hm? Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch. Und ihr sucht einen sicheren Ort.
um ein neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft, sehr viel Platz, frische Luft und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja. Alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Folgt mir. Kinderficker, ich bin mir so sicher. Die Kleine kann im Wohnzimmer auf uns warten. Nein, sie bleibt immer bei mir. Natürlich. Ah, mit die Klamotten her. Wir haben doch bloß einen Jacke aus dem Schrank genommen. Immer unhöflich und gehen wir hier gucken. Guck mal an. Er liest also viel. Wer dahinter? Ja. Den Globus kann man da angucken, ne? Irgendwas war da gerade. Ja, ne, das war das Fenster. Ah, sehr nett. Rottenschädel und Spinnweben. So wünscht man sich das. Ja, einladend. Ein paar Säbel an der Wand. Mehr Bücher. Ich mag das Haus nicht. Und den Mann. Gehen wir, ich habe ein schlechtes Gefühl. Nicht gehen? Alice, wir können nirgendwo anders. Nein! Gehen. Wir müssen ihm vertrauen. Ich hab W gedrückt und keine Zahl. Voll die Scheiße. Ja, ein Keller mit Käfigen. Geht klar. Hier filmen wir uns doch wohl nicht. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen. Sender zu entfernen. Diskret. Ist illegal. Ja. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Komm, Alice. Hier lang, bitte. Runter. Ach, Alice gesehen, okay. Das hätten wir also weglassen können. Toll, und hier ist auch noch ein Brunnen. Alter, what the fuck? Gibt's noch mehr Möglichkeiten, wie das hier böse enden kann? Stell dich bitte da drüben hin. Tja, eine Pulle Wodka. Also ganz wie Escher-Chirurg oder was? Okay.
geht so übel aus. So dermaßen übel. Läuft die Nase? Bleiben wir da. Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Weißt du, was seltsam ist? Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Ich hab's gewusst. Seid ihr so schwer zu finden? Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja, man glaubt, was man glauben will. Ihr Abweichler seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ich vergaß ja das Kind. Sperr es ein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein! Oh, blöder Wichser. Wow. Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Das ist so süß. Und so verblendet. Wir sollten diese Mädels ein Ende machen. Der Speicherlöschung wird vorbereitet, zurücksetzen 2%. Okay, es gibt 100% Ausweg. Das kommt davon, wenn man Träume hat. Halt die Fresse, du Eimer! Das Ende ist immer das gleiche. Tränen und Ernüchterung. Glaub mir, es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Jo, Kinderficker. Und keine falsche Hoffnung. Ich bin mir sicher, du warst ein Kunde von Lars. Ja, safe. Kleine Alice. Oh, Speicherschäden. Deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Huh? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Carol, was ist mit dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Aber ich dachte, die Löschung wird vorbereitet. Du blöder Bastard. Mich. Dir bringe ich Manieren bei, du kleines Miststück. Carol, wach auf, Carol! Wir treffen uns im Wohnzimmer. Ich glaube nicht. Ja, 29% hier. Hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Okay, wir sind frei. Das steht auf. Wir müssen Alice finden.
What? Was? Ipfui? Hilf uns. Ipfui? Verstecken? Nur zum Vergnügen. Doch wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Perspektive wäre jetzt cool. Ja, da definitiv ein paar Nutten stehen sozusagen. Also würde ich vermuten, dass er sich auch Sexspielzeug gebastelt hat. Okay. Die werden uns bestimmt gleich irgendwie helfen. Oder später. Steht auch noch einer drin, aber. Der müsste jetzt auch frei sein, wenn das alles ein Raum ist. Und auf jeden Fall. Wenn das Spiel die ganze Zeit so performen würde hier, wie jetzt, jetzt fühlt es sich auch gut an. Und es wird im Video schlimmer sein, als wie es sich für mich anfühlt, das weiß ich. Ich meine, ich nehme es auch mit 60 FPS auf, was das ein bisschen gegen wird. Dann sehe ich mir die Kleine an und schau, was ich mit ihr mache. Verstanden, Slako. Ich bringe Ihnen die Kleine in 10 Minuten. Das Ende ist bestimmt nicht zurück. Echte 10 Minuten. Ja, scheint so. Also auch ein Ausgang, einfach. Das ist Strauß. Treppen auf den Teppich liegt sind mega gruselig. Okay, 1, 2. Hier dürfen wir nicht rein. Achso. Er bastelt da gerade. Käfig. Ah, nein, schon wieder. Scheinen die ganzen Abweichler zu malen. Wenn ich zur Werkstatt gehe, das sorgt 100 Pro für eine Konfrontation. Nee. Was ist da? Okay. Wo hat er den her? Das kann hilfreich sein.
Er bleibt auch drin, aber ich vermute, er bleibt nicht die ganze Zeit da drin. Okay. What the fuck? Mit ihr können wir nicht interagieren. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn wir zu der Tür rausgehen, müssten wir neben... Wer ist das? Slatko? Genau, Slatko, glaube ich. Genau neben ihm rauskommen. Das ist vielleicht nicht ganz so schlau. Was machst du hier? Hat dir der Meister erlaubt, herzukommen? Du musst dem Meister immer gehorchen. Oh ja, du musst gehorchen. Du darfst hier nicht sein. Wir haben noch 7 Minuten. Hast hier nichts verloren? Nein, du hast hier nichts verloren. Wenn du keinen Befehl hast, musst du in Standby. Oh ja, du musst gehorchen. Ja, du musst gehorchen. Ja, du musst gehorchen. Du darfst hier nicht sein. Du darfst hier nicht sein. Es sei denn, du hast einen Befehl, hier zu sein. Und du hast diesen Befehl nicht. Weil das Krasse ist, ja, das ist sicher, ja. Wenn es keine Androiden geben würde, wäre das ein Massenmörder. Safe, Alter. Ja, mit Menschen rumbasteln. Ich sag's dem Meister. Ja, ich sag's. Was machst du da? Du tust mir doch nicht weh. Nein. Nein. Nein, das tust du nicht. Ich suche ein kleines Mädchen. Hast du sie gesehen? Ein kleines Mädchen? Nein. Nein, nein. Hab's nicht gesehen. Wirst du still sein, wenn ich dich loslasse? Ja, ja, versprochen, ich bin still. Schalt mich nicht aus. Ich vermute, dass wir das noch brauchen. Ich hätte ihn gern leben gelassen. Ah nein, nimm's mit! Nimm's mit! Kara, steck's ein! Scheiße, dann haben wir den umsonst abgeschaltet. Fuck. Meine Vermutung war halt wirklich, dass wir es brauchen. Die Pumpe. Nein, nicht zum Korridor! Hat nichts gesehen. Okay, also fährt doch hier rein. Ja, die Pumpe bewegt sich auch. Lol, what the fuck? Aber ich kann da nicht an dem vorbeilaufen. Oder? Standby. Oh oh. Es tut mir leid. Wegen der Kleinen. Okay, er lässt uns. Nur 4,5 Minuten, es gibt noch 3 Zimmer. Er steht vor dem. Alter, wenn er die im Schlafzimmer hat, ne? Die Toilette, ja. Ich lese das jetzt mal nicht, ich will es bloß freischalten. Wo ist eigentlich unsere Pistole? Wir müssten doch unsere Pistole eigentlich haben. Das ist ein Hinweis für später. Safe. Weil er uns vielleicht damit bedroht. Das war die falsche Tür. Hätte lesen können vorher. Okay, da ist keine Tür. Doch, zum Schlafzimmer. Okay. Minuten.
Was hat uns das jetzt gebracht? Für den Korridor, also die letzte Tür. Genau. Und natürlich ist es die letzte Tür. Ja? Mikrofon muted. Mikrofon aktiviert. Kara? Kara, du erinnerst dich? Wie könnte ich dich vergessen? Es tut mir so leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Und er steht vor der Tür. Verstecken an dem vorbei. Nein, komm. Slanko! Was? Die Kleine ist weg! Sie kann ja nicht verschwunden sein. Sie muss hier irgendwo sein. Worauf wartest du noch? Such sie! Rein! Scheiße! Wo sind sie? Lufa! Finde sie! Verdammt nochmal! Er ist nicht hier, wir können weiter. Da bist du ja. Scheiße. Ist leer. Schnapp sie dir, Lufa. Fuck. Ist gar nicht leer! What the fuck? Wettlauf ist zwecklos! Ihr könnt mir nicht entkommen! Wegen leer! Das hat er viel gebracht. Hinten. Du musst dich auch vorne, scheiße. Was? Du hättest auf mich hören sollen. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein, nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg oder ich schieße durch dich durch. Aber wieso? Wie kannst du es machen? Von wegen, die ist leer. Was fehlt euch an? Was wollt ihr hier? Rache der Androiden! Habt euch rausgelassen! Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Gehorcht mir! Ich bin euer Meister! Ich bin euer Meister!
Okay. Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Okay, dann bin ich mal gespannt. Da kann er durch hier. Wir gehen mal ganz vorher. Oh, krass, Alter. What the fuck? Okay, nach Hilfe suchen, bla 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 bla. Das geht nicht anders. Alles von seltsamen Geräuschen angezogen. Und man kann auch, also man kann auch nicht ankommen. Monster befreiend? Was passiert, wenn man nicht entkommt? Lagerraum betreten. Während Badezimmer antritt, ist laut töten. Hier, wieso ist hier keine Prozentzahl? Das hätte mich jetzt halt echt interessiert. Hey, gab's noch was zum Lesen? Achso, durch das Haus schleichen. Da kommt das. Im Haus mal alles suchen. Die war nicht leer. Kannst aber prüfen. Kaminasche untersuchen. Wird aber alles nicht weiter. Alles gefunden. Großen Raum betreten. Schlafzimmer betreten. Ja, wenn man nicht, wenn wir nichts betreten, werden wir auf jeden Fall entdeckt. Jetzt halt immer wieder verstecken. Kara erreicht die Treppe, ohne entdeckt zu werden praktisch. Das ist wahrscheinlich sterben. Da habe ich sterben. Hört dann auch nicht weiter. Okay, also es gibt auch nicht bloß ein Ende. So, wir gucken jetzt nochmal, bei wem die nächste Szene ist und dann mache ich aber auch mal Schluss. Wieder bei den Detectives. Wo sind die gerade? Er ist wieder hier. Okay. Diese Infos hören wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Ich bin erstmal raus, sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank an Detroit Became Human, dass es mal länger als 5 Minuten ohne Absturz lief. Also, haut rein. Good luck, have fun und hatte tschüss.